kannst du noch was lernen. Komm, weiter geht's. Wir wollen das ja schließlich noch schaffen. Findest du einen Weg rein? Ich gehe außen rum und lenke sie ab. Okay. Was hältst du hiervon? Man kann gar nicht. Wenn du kämpfst. Aua, das tat weh. Das tat auch weh. Der dabei? Null Geld. Okay, wie kommt man da rüber? Über die Mauer springen, sagen die. Okay, und wieso schaffen wir das nicht? Wie wär's? Oh mein Gott. Immer mal hiervon was versuchen. Komm noch nicht mal hier. Nein, mit Tor. Müssen wir hier hoch. Nein. Hier kommen wir nicht hoch, da kommen wir nicht hoch, da kommen wir nicht hoch. Wie sollen wir denn hier hochlaufen? LS. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. So, das geht da entlang. Der... muss eigentlich hier oben dran kommen. Was nicht geht. Warum geht es nicht? Das weiß ich nicht. Und hier kommt man auch nicht hoch. Warum? Das weiß ich nicht. Da könnte man hoch. Da kann man hoch. Oder sehe ich das falsch? Nein, sehe ich nicht. Gut.
erstmal hier. Ne. Shuttle kann man nicht zweitens machen. Ups! Serienattentate verfügbar. Schön, dass das jetzt passiert. Was machen wir hier? Jetzt auch mit der Tür interagieren. Was? George? Bist du das? Officer Davidson, würdest du mir bitte den Respekt erweisen, der mir zusteht? Du kämpfst für die Briten? Du arbeitest für meinen Feind, der dich versklavte? Das stinkt zum Himmel! Ha! Die Loyalisten versprachen mir die Freiheit. Dafür kämpfe ich und werde auch gewinnen. Unterdessen sind die Armen und Sklaven ihre Opfer in New Orleans. Und du spielst den Helden in New York. Wer war nochmal George? Wem dienst du denn? Und hältst du dich tatsächlich für frei? Nächstenliebe beginnt bei sich selbst, Miss Avelin. Aua! Wie kann man denn gegen den gewinnen? Blau gefällt mir besser. Sag mir mal, geht's mir jetzt wieder so richtig doof? Ich krieg das nicht hin oder ist das irgendwie ein Fehler einfach nur? Oder muss man einfach nur durch diese scheiß Tür da laufen? Ach so. Ja. Okay, das schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr. Gut. Jetzt weiß ich auch, wie man das macht. Blau. Nochmal.
ich auch die Kuh dafür. Perfekt. War George vielleicht den ersten Sklaven, den wir befreit haben? Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Nun, im Tod, findest du Freiheit. Du spottest meiner. Ich wählte mein Schicksal. Das ist wahre Freiheit. Vielleicht verstehst du es eines Tages. Ich... Wer ist der Company Man? Ha! Die Antwort lag die ganze Zeit in greifbarer Nähe. Mach endlich die Augen auf. Es ist meine Mutter. Oder ihre Mutter. Ihre Stiefmutter. Und die hat meinen Vater oder ihren Vater vergiftet. Hast du gefunden, was du suchtest? Ja. Und leider noch viel mehr. Connor, bist du dir stets sicher, was Mittel und Wege der Bruderschaft angeht? Ich vertraue meinen Händen. Natürlich. Gute Reise. Es ist die Ankunft, die mich sorgt. Dann bist du auf dem rechten Weg. Wohin geht's jetzt? Achso. George Davison gab Everly einige wenige, doch wichtige Hinweise zu hinterlegen. Identität des Company Mans. Schweren Herzens kehrte sie zurück. Es ist unsere Mutter! Oder ein geschlechtsumgewandelter George. Nein. Boah, ich kann mir den merken überhaupt nicht mehr. Die Wahrheit wurde aufgedeckt und wartet die logische Schlussfolgerung. Natürlich ist es logisch. Komm aber, bevor wir diesen logischen Schluss ziehen, werden wir eine Kiste plündern. In der Form werde ich noch einen kleinen Cut machen, denn ich muss noch mal gucken, ob meine Audioaufnahme noch mal funktioniert. So, bis gleich. Schön. 3, 2, 1. So, da sind wir wieder. Und die Aufnahme läuft noch. Das bedeutet, ich muss nichts nachsprechen. Es wäre auch etwas sehr anstrengend, 2 Stunden einfach nur nachzusprechen. Oder versuchen nachzusprechen. Wenn man es nicht weiß, was man gesagt hat in all den 2 Stunden. Ja, ich würde sagen, da gibt es nochmal im Waffenladen die doppelläufige Pistole. Oder 2 Pistolen. Nee. Pistole. Boah, den hätte ich so gerne. Geil. B zurück. Können wir uns noch was anderes kaufen?